In vielen Fällen ist es so, dass ältere Menschen betreut werden, die dann sterben. Und laut des Gesetzes ist es so, dass mit dem Tag des Todes auch die Betreuung aufhört. Dadurch kann es passieren, dass Menschen vergessen werden. Also, es kommt halt vor, dass Verstorbene, die keine Angehörigen haben, dass die durch das Ordnungsamt beigesetzt werden, da es keine Bestattungspflichtigen gibt. Und auch in diesem Fall war es so, dass das Ordnungsamt mich angerufen hat und hat gesagt, dieser Verstorbene muss heute noch abgeholt werden, weil man ihn vergessen hatte. Ja, als wir dann im Altenheim ankamen, sind wir unten in den Keller, in den Verabschiedungsraum. Dort werden oft die Verstorbenen hingebracht von ihren Zimmern, dort zur Überbrückung. Und als wir dort ankamen, haben wir einen desaströsen Verstorbenen gefunden, einen Verstorbenen, der nicht mehr, um es einfach zu sagen, gut aussah. Er war voller Schimmel. Ja, das ist, wie man auch durch Corona-Zeiten jetzt kennt, die Pfleger und Pflegerinnen haben viel zu wenig Personal, um überhaupt alle Arbeiten bewältigen zu können. Und sie sind total überfordert. Und das ist auch mit ein Grund, weswegen man diesen Verstorbenen auch vergessen hat. Der Respekt in unserer Gesellschaft vor dem Tod sinkt immer weiter. Man sieht in den südlichen Ländern noch, da wird der Tote noch verehrt, da wird noch alles für ihn gemacht. Und in unserer Gesellschaft ist es leider so, dass das so weit absackt, dass der Tote oft wirklich hinten runterfällt und man froh ist, wenn er weg ist und auch entsorgt.